Ein weiterer Auftrag. Fast einer der letzten befindet sich direkt hier. Nachdem ihr aus dem Gefängnis ausgebrochen seid, redet noch nicht mit Darkrai, sondern geht zunächst raus nach Lazarusstadt. Wenn ihr mit Darkrai redet, geht es nämlich schon ins Schloss zurück, und das soll natürlich verhindert werden. Deswegen geht hier raus, denn nun wird in Lazarusstadt Nacht sein. Und nur in dieser Nachtversion von Lazarusstadt könnt ihr diesen Auftrag erledigen. Begebt euch hierfür zur flammenden Eidechse. Hier direkt vor der Tür geht ihr den Weg, den ich gehe, und ihr werdet diesen, ja, relativ fertigen Menschen sehen. Ja, nun in Suchmodus gehen und ihn einfach so anziehen. Denn wenn ihr so Menschen lange Zeit anzieht, verwickelt ihr euch in ein Gespräch mit denen, sofern sie euch bemerken. So, ich gehe jetzt so ein bisschen zur Seite, dann wenn er mich einigermaßen wahrnimmt und ich ein bisschen länger drauf gerichtet habe. Okay, jetzt. Na, der nimmt schon, der sagt schon, dass ihm richtig schlecht wird und bittet uns, die Flasche wegzunehmen. Das habe ich im normalen LP auch nicht gemacht. Ja, ist einfach eine Weinflasche, hat jetzt keine so große Bedeutung, aber ist ganz lustig. Mit dem Beginn dieses Kapitels können wir nun auch in die Arena gehen, zur zweiten Saison. Da wurde nun einiges umgestellt, und ja, tatsächlich, während Zael eigentlich in Gefangenschaft sein sollte, er illegal rumläuft, vergnügen sich Siwen, Zael und Lowell ein bisschen in der Arena. Tatsächlich, es gibt Sachen, die gibt's nicht. Und ja. Die Arena ist diesmal deutlich größer. Es gibt nun vier anstatt nur zwei Räumen mit Monstern. Und ja, es ist insgesamt deutlich schwieriger. Natürlich im New Game Plus Modus sind die Standardgegner eher auf einem niedrigeren Level, also wird es nicht so übertrieben anspruchsvoll werden, aber dennoch. Ja, man sind jetzt zwei mit niedrigen Leveln dabei, das wird sein auch Lowell nicht mit in der Gurak-Festung waren. So. Gucken wir uns um. Genau, hier sind mehrere Gurak, sowohl frontal als auch von der Seite. Und um das hier zu lösen, müssen wir die Säule in der Mitte zerschießen. Oder wir lassen zur Magier ran. Mit unseren Pfeilen können wir das aber auch so machen. Und falls ich es noch nicht erklärt habe, dass ich mit normalen Pfeilen Explosionen erzeugen kann, liegt nur daran, dass ich die Sahnlanze trage. Die verwandeln nämlich die Wirkung von normalen Pfeilen in Explosionspfeile. So, hier hinten einer, hier hinten einer. Und auch hier hinten müsste ich jemanden finden. Genau, der weg und der. Sehr gut. So. Noch gucken, ob hier irgendwas ist, weil hier kann man, ihr seht schon, sehr viele Adelsringe kriegen. Die können dazu dienen, Waffen zu verbessern. Also nehmt es auf jeden Fall mal mit. Größtenteils Waffen, die aus dem Online-Modus kommen. So, der erste normale Raum, sag ich mal, wäre geschafft. Der hier wird nun deutlich anspruchsvoller. Denn hier wartet ein Eismurok auf uns, der übrigens über Level 100 hat. Und dennoch im erträglichen Rahmen und nicht 170 oder irgendwas. So, wichtig ist, versucht so schnell wie möglich in den Comment-Mode zu kommen. Hier machen wir guten Elementschaden, da hier ein Eismurok ist mit Feuer. Und jetzt ist, sind ja schon das Problem, Lowell, seine Eisangriffe heilen Eismurok. Daher geht schnellstmöglich bei ihm auf Berserker. Ich mach mal einen Schattenstich auf Berserker, das heißt, er greift aus der... Er greift mit Nahkampfangriffen an. Das war mein Problem im LP, dass ich das nicht wusste und deswegen immer mehr draufgehauen habe, auch mit Gletscher und Sachen. Aber weil eben, ja, ich nur drei Charaktere hatte, weil ich über jeden Spezialangriff vor, aber letztendlich war das für Lowell sehr, sehr schlecht. So. Und wenn er gelähmt wird, versucht euch hinter Säulen zu verstecken. Falls euch nicht gelingt, dann versucht so schnell wie möglich auf ihn drauf zu kommen. So könnt ihr enormen Schaden machen. Und ihr seht, er ist tatsächlich fast besiegt. Das ist gut gelungen. Und jetzt auf jeden Fall einfach nochmal probieren, seine Rüstung so zu senken. Oder wieder frontal drauf zu gehen. Eine von beiden Optionen. Wenn man frontal auf ihn drauf geht, muss man halt auch befürchten, dass er eben dann diesen Schlag macht, der natürlich, ja,
einiges abzieht. Wir können es vermeiden, indem ihr zum Beispiel von hinten auf ihn drauf hämmert. Und natürlich euch immer wieder entfernt, nichts zu sehr riskiert, dass man Ausfall macht. Wow. Und ja, wie gesagt, einfach nicht zu viel riskieren. So. Okay, das ist jetzt suboptimal, weil ich eben mit umgefallen bin. Aber ich sehe, der Murg ist fast erledigt. Das sollte auch so noch möglich sein. Natürlich blöd, dass ich jetzt alleine bin. Deswegen hole ich die jetzt erst einmal zurück. Und dann auf jeden Fall wieder ein Feuer zünden, um Elementschaden verursachen zu können. Oder vielleicht sogar ein Rüstungsbruch, er ist ja in der Nähe. Und das war's tatsächlich mit dem Eismurg. Sehr souverän im Vergleich zu der schlechten Leistung im LP. Und wir erhalten das Item X. Eine sehr, sehr starke Waffe. Vor allem, wenn man sie zu XY aufstuft. So, dann auf in den dritten Raum. Auch sehr interessant. Hier kämpfen wir jetzt wieder gegen Reptiden. Die Formation ist ähnlich wie im ersten Raum. Nur sind hier ein paar mehr Reptiden anwesend. Und die bilden so eine Art Wall davor. Aber natürlich sind sie selbst mit ihren Rüstungen kein allzu großes Problem. Auf jeden Fall eigentlich als erstes vorschlagen, erstmal die Magier auszuschalten. Vor allem die Heiler, weil sie eben hier den Heilkreis aufrechterhalten. Und die Magier können einen Schadenskreis erzeugen. Beziehungsweise nicht nur einen Schadenskreis, sondern einen richtigen Schadens... ja... Schadensfeld. Wurde ich aus dem gesamten Feld permanent Schaden nimmt. Gut, das wäre soweit geschafft. Weitere gute Items. Und dann geht es auch schon in den letzten Raum. Locker flockig. Genau. Und unsere Gegner sind dieses Mal ganz prominent, nämlich Ritter von Lazulis. Das hört sich nach einer sehr, sehr guten Herausforderung an, wie Sage schon sagt. Und ja, das könnte cool werden. Doch, was ist das? Nun, er fällt einfach tot zu Boden. Tatsächlich, die Ritter fallen hier mit Absicht tot um, um Greif Argenen nicht zu verärgern. Und ein lustiger Fakt hierbei ist, man kämpft nur in dieser, ja, in diesem ersten Mal gegen die Ritter. Bei weiteren Malen, die man in der zweiten Arena-Saison kennt, sind die Ritter hier nicht anwesend. Ich konnte sogar einen treffen. Wow. Muss ich ja richtig überrascht haben. Naja, auf jeden Fall war es das. Und wir können unser Preisgeld einsacken. Cool, oder? Zunächst könnt ihr noch auf Items zurückgehen, aber ich habe jetzt soweit alles. Und dann sehen wir, wir hatten schon 5000. Wesentlich mehr als beim ersten normalen Sieg in der Arena. Natürlich kann auch diese zweite Saison jederzeit wiederholt werden und die Schwierigkeit wird jedes Mal um 2 stärker. So. What was wrong with those guys? They had to go and ruin all the fun. I'm bloody knackered though. Think I'd better go and get some rest. Me too. Hey Zael, don't you go losing our winnings. You got that? Ja. Und erneut gibt Cywan das Preisgeld noch weiter. So, da halten wir wieder ein bisschen was extra. Und ja, hier halten wir dann noch zusätzlich Belohnungen, weil ich, wie gesagt, davor auf sie gedrückt habe, kriegt man das immer als extra. Und natürlich, wie gesagt, man kann inzwischen Arena-Saison 1 und Arena-Saison 2 wählen. Sobald ihr in Kapitel 29 und auf dem Gurak-Kontinent seid, werdet ihr mehrere Truhen sehen. Es ist ganz wichtig, dass ihr diese Truhen nicht öffnet oder den Inhalt mitnehmt. Ihr werdet nochmal daran erinnert werden und geht auf jeden Fall auf liegen lassen. Es ist wichtig, diesen Inhalt dürft ihr erst später im Epilog mitnehmen. Es ist sowieso nicht wichtig, für die Story zu lassen liegen.
Höchste Zeit, den Quest mit Mina mal abzuschließen. Geht zu ihr hin, sie wird euch dazu beglückwünschen, fast Ritter zu sein und gibt euch Drachenzähne, wenn ihr alles davor mit ihr schon erledigt habt, inklusive die Katze. Der letzte Quest im Spiel ist endlich gekommen. Hier in Kapitel 31. Keine Sorge, das Spiel dauert noch, aber die Questserie ist vorbei. Geht zu dieser Frau hier hin und ihr werdet mithören, dass ihr Schatz hier in der Gurak-Festung stationiert ist. Ihr könnt nicht direkt mit ihr reden, das ist wichtig, aber ihr hört es einfach mit. Dann, wenn ihr mit... Dann geht zur Gurak-Festung, redet mit ihrem Mann. Das ist die Wache, die einen auch zurück nach Lazulis schickt. Und er wird sagen, dass ihm langweilig ist. Kehrt nun zu seiner Frau zurück und endlich könnt ihr mit sie reden. Und ja, sie ist fragt, ob du zufällig mal vorbeikommst und ob du ihm nicht sein Lieblingsmodejournal bringen könntest. Natürlich können wir. Und das machen wir auch gleich. Wir kehren jetzt zur Gurak-Festung zurück und überreichen ihm sein Modejournal. Ja, natürlich schenken wir es ihm. Und da freut er sich natürlich ganz arg. Natürlich hat er auch was, was wir seiner Freundin bringen können, nämlich einen Brief, den wir annehmen, aber natürlich nicht lesen und natürlich gleich zurückkehren. Da sind wir und überreichen ihr den Brief. Daraufhin wird sie natürlich ziemlich rot. Bedankt sich aber letztendlich bei uns mit Reißzahn eines Drachen. Yay. Höchste Zeit, den Auftrag mit dem Konditorlehrling abzuschließen. Reden wir mit ihr und sie bitten dann erneut zu helfen. Erst im Epilog gibt es aber die dritte Möglichkeit, nämlich einen Kürbiskuchen. Hier verlangt sie allerdings, ja, nicht gerade wenig. Sie verlangt nämlich einen riesen Kürbis, einen Sack Weizen und ein Ei. Und ich kann euch schon sagen, das wird wesentlich schwieriger zu bekommen als die anderen. Und dafür gibt es auch 3 Gnomen Gold. Hier kann man leider nur ein Ei kaufen im Markt von Lazulis. Hier auf der Arena hat der Markt leider zugemacht. Da hätten wir einen Sack Weizen kaufen können. Nun können wir nur noch in Gassen danach suchen oder es an der roten Fahne kaufen. Das ist sehr ärgerlich deswegen. Und einen riesen Kürbis bekommt man so oder so nicht mehr. Man kann ihn nicht kaufen, sondern man muss Setzlinge pflanzen und Wunderdünger verwenden. Diesen habe ich leider nicht. Aber man muss Wunderdünger verwenden, um Riesenkürbisse zu kriegen. Geht damit zu ihr zurück und ihr erhaltet 3 Gnomen Gold. Dies könnt ihr endlos oft wiederholen, so oft ihr wollt. Höchste Zeit, auch den Auftrag mit dem charismatischen Chefkoch zu erledigen, der nun in dem Epilog ebenfalls eine dritte Speise zubereitet, nämlich für den Adelsabendschmaus, auch wenn das jetzt nicht vielleicht so wohltätig ist, oder naja. Auf jeden Fall, was er braucht, ist eine Flasche Wein, die bekommt man, wenn man in der Arena gewinnt, eine Banane und eine riesen Haiflosse. Die Flasche Wein kann man leider nicht mehr kaufen. Hier am Markt könnt ihr immerhin die Banane kaufen. Nur die Riesenflosse habt ihr in General als das Schiff kaufen müssen. Und dann überreicht sie und erhaltet 4 Gnomen Gold als Belohnung dafür, was sehr viel ist. Um das optionale Kapitel 42 freizuschalten, gebt euch hier im Epilog in Kalistas Zimmer. Schon seht ihr das Sohn-Symbol und redet. Ja, oder wir sehen dieses Bild an. Oh, that reminds me. What is it? But it'll be dangerous. That place is packed with monsters. It's okay. I'm with you. Besides, we can't let people's graves be a breeding ground for monsters. I know. Thanks. Plus. Got some vows to make before your parents. Vows? Yeah. Our wedding vows. Und dann drückt einfach auf Gehen wir sofort und sofort gelangt ihr dorthin.
So, nun geht es nur noch, den Händler abzuschließen. Bei dem tauchen komischerweise zwei Kapitel wirklich erst im Epilog auf. Beziehungsweise zwei Sachen, die man für ihn eben herstellen kann. Nämlich ein Seidenkleid und die seiner Handtasche. Für das Seidenkleid benötigt er Seide und einen Pelz. Das ist noch kein großartiges Problem, nur ein bisschen Geld braucht man hierfür. Gehen wir dazu hier bei der Straße der Handwerker in den gemischten Laden. Da wo es gemischt Waren gibt. Und kaufen hier einfach einen Pelz und Seide. Kommen wir zu ihm zurück und überreichen ihm die Waren. Daraufhin sagt er, dass wir vom Erdbeerfeld kommen. Freuzing gibt uns einen Ogernagel, mit dem wir bestimmte Waffen verbessern können. Cool, oder? Und auch der letzte Auftrag, beziehungsweise auch sein letztes Ding können wir sofort erledigen. Dazu braucht er diesmal etwas spezielleres Material, eine Designer-Handtasche möchte er herstellen. Dazu braucht er einen Pelz, wo wir den herkommen, wissen wir, das habe ich gerade vor 5 Sekunden gezeigt. Und er braucht einen Diamant. Einen Diamant kriegt man an den roten Fahnen, dann ist es noch relativ selten und meist über 4000 Gold. Das habe ich bereits während dieser Aufnahmephase gefunden. Damit können wir ihm... Ups. Damit können wir ihm die Ware überreichen und erhalten als Belohnung einen Reptilienreißzahn, mit dem man vor allem Reptilienwaffen verbessern kann. So, da freut er sich natürlich... Und gibt dann diese Reptilienreißzahn. Und das kann, wie gesagt, endlos verbessert werden, je nachdem, wie oft man es wechselt. So, Zeit, den letzten Auftrag zu erfüllen, die Schätze der Gurak. Ihr werdet nun auf Lasulis verteilt verschiedene Gurak finden. Eine ist hier am Schlossplatz. Wichtig, zuerst mit dir reden, bevor die Schätze. Das ist ganz arg wichtig. Ein weiterer hier... Beim Platz am Südtor redet er mit ihr, das ist erneut wichtig davor. Und auch mit dem hier am Marktplatz, der seinen Topf vermisst. Und haltet euch mit ihm. Und nun kehrt er zurück und holt die Truhen erst jetzt. Das ist ganz arg wichtig, weil wenn ihr es vorher macht, ihr die Sachen vorher holt, dann werden wir zum Beispiel die Frau sagen, die den Kampf vermisst hat. Oh, du hast den Kampf. Das heißt, du musst bei der daran beteiligt gewesen sein, als mein Kontinent angegriffen wurde. Es hat alle ganz böse Menschen und so. Und dann ist der Auftrag praktisch für die Katz. Aber nun habt ihr endlich die Legitimation, das Zeug zu holen. Und die Meldung ist bis heute jetzt auch, das muss bestimmt dieser und dieser Person gehören. So, hier war die eine Truhe. Weitere findet ihr hier drüben. Zunächst gucken wir hier. Hier befindet sich Truhe Nummer 2. Das ist der Topf, den der Gurak am Marktplatz gesucht hat. Nehmen wir ihn mit. Und das allerletzte der Schätze finden wir hier hinten. Hier gehen wir vorbei. Und dann, ups, jetzt bin ich zu weit, nee, hier zurück und dann links halten. Und das seht ihr hier, diese Stelle, da kommt man nur vorbei, wenn man sich randrückt und dann rüberspringt. Ich habe ewig dran gerätselt, wie ich da vorbeikomme, weil er kann nicht mit dem normalen Drüberluftding springen, man muss es so machen. Und dann geht man zurück und gibt jetzt den Gurak einzeln ihre Sachen. Sie freut sich zum Beispiel selber den Kamm und gibt einem einen Gurak-Folian. Das ist übrigens die Belohnung, die man von allen Gurak zum Dank erhält. Auch hier, von ihr erhält man dies zum Dank. Und auch er freut sich natürlich, seinen Topf wieder zu haben und zeigt seine Freunde mit Freude mit einem weiteren Gurak-Foliant deutlich. Und nun kommen wir zum letzten optionalen Kapitel dieses Spiels. Um es freizuschalten, begebt euch hier links von Arielas Taverne zu Howes seinem Laden. Kennen wir ja zu Genüge.
oft genug schon hier gewesen und redet mit dem Guten. I must say, all the hard work you and your friends put in back there was incredibly heroic. Not like my husband. He was quaking in his boots through the whole affair. Meredith. I'm glad you two are doing okay. But of course we are. All thanks to you. Ja, jetzt kommt der Wache an. Zael, urgent news. What's up? The Reptids nesting underground are getting violent. They're after both us and the Garak, since we're weakened after the war. What? Are they coming out from the usual place? Yes, but they've progressed further than we thought. They've dug to places we've never seen before. Got it. Genau. Und dann auf einfach, ich bin bereit, und so löst ihr das letzte, das 44. Kapitel aus. So, und dann möchte ich nochmal allen ganz, ganz herzlich danken, die diesem Video zugeschaut haben. Hier steht wirklich sehr viel Mühe drin, meine lieben Freunde. Und deswegen würde ich mich riesig über einen Daumen hoch als Unterstützung für dieses Projekt und für dieses Video freuen und über einen epischen Kommentar da in Favo, wenn es euch gefallen hat, weil es steht wirklich sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und ansonsten wünsche ich euch dann noch viel Spaß beim großen Finale des nächsten Mal bei The Last Story. Bis dann.